Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren. Ich fange jetzt sozusagen als letzter Redner für diesen Antrag mal an, das Feld von hinten aufzuräumen. Herr Nückel, nicht noch einen weiteren Kulturpreis, dann können wir halt, das hatten wir ja auch im Ausschuss schon kurz gesagt, mal prinzipiell alle Kunst und Kultur, aber halt auch alle Familienförderpreise, alle Sportförderpreise und überhaupt alle Preisausschreibungen des Landes einmal auf den Prüfstand stellen. Mal schauen, was dabei an Geldern übrig bleibt, um zum Beispiel andere Möglichkeiten wie einen solchen Preis man dann finanziell fördern könnte. Nichtsdestotrotz ist es so, man muss es vielleicht noch ein bisschen weiterdenken als das, was von Ihnen hier gerade als Beispiele angegeben wurde. Für die Creative Commons, dies lässt sich sogar noch viel weiter ausrollen als jetzt nur auf die Bereiche der Kunst und der Kultur und der einzelnen Medienbausteine, wenn wir halt auch immer wieder feststellen, dass es ja neue Technologien wie den 3D-Druck gibt und genau auch aus diesen Bereichen heraus neue Technologien, neue Lizenzierungsmodelle ermöglichen und auch hier neue Formen von Kunst geschaffen werden kann, die sogar schon industriellen Charakter haben kann. Und von daher, Herr Schick, neue Industrie, neue Techniken, fällt mir gerade noch ein, wenn Sie sagten, die Konrad-Adenauer-Stiftung, was ich sehr löblich finde, hat jetzt seit 2012 ihre Inhalte unter CC-Lizenz veröffentlicht, das finde ich sehr schön. Die Piraten als Partei veröffentlichen von Anfang an, seit der Gründung 2006, ihre Inhalte unter einer CC-Lizenz. Also von daher glaube ich, uns gebührt dann hier mal kurz der Preis, was diesen Bereich der politischen Veröffentlichungen betrifft. Herr Bialas, ich bin Ihnen ehrlich gesagt dankbar. Herr Bialas, ich bin Ihnen persönlich sogar dankbar, dass Sie von vornherein etwas mehr die Möglichkeiten eines solchen Kunst- und Kulturförderpreises in Betracht gezogen haben. Und genau darum ging es auch hier für mich auch und wird es auch weiterhin gehen, Ideen in den Köpfen zu platzieren, für Ideen zu werben und den Lobbyismus, tatsächlich bürgerlichen Lobbyismus von außen hier reinzutragen. Und von daher, in der kurzen Zeit, die mir für heute hier als Parlamentarier an diesem Mikrofon verbleibt, vielleicht habe ich es ja doch geschafft, Sie jetzt noch einmal umzustimmen, denn letztlich geht es ja gar nicht um die Einführung eines solchen Preises. Denn wenn Sie alle den Antrag wirklich gelesen hätten, dann wissen Sie, und Sie wissen es eigentlich, die Landesregierung möge bitte evaluieren und sich selber überlegen, welche Bereiche für einen solchen Preis überhaupt in Betracht kommen könnten und wie ein solcher Preis überhaupt ausgestaltet werden kann. Was Sie hier gerade noch einmal tun, ist eine gute Idee dahingehend abzulehnen, dass Sie es noch nicht einmal der Landesregierung ermöglichen, sich selber Gedanken darüber zu machen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und vielen Dank für das, was ich mit Ihnen hier bisher habe lernen dürfen, und wir sehen uns wieder. Vielen Dank, Herr Kollege Olejak.